Hallo ihr Lieben, Irene hier. Es gibt viele Menschen, die haben richtiggehend Angst davor, sich mit negativen und dunklen Themen zu beschäftigen, weil die ganze Zeit überall gesagt wird, die Energie folgt der Aufmerksamkeit und wenn du deine Aufmerksamkeit auf etwas lenkst, dann manifestierst du das ja und du bist ja Schöpfer und damit wird es dann ja alles noch schlimmer und man soll also auf gar keinen Fall seine Aufmerksamkeit auf negative Dinge richten und so weiter. Und damit möchte ich mal gewaltig gut aufräumen. Das ist vollkommener Bullshit, weil wenn ihr nicht auf eure dunklen Seiten guckt oder auf dunkle Wesen, Mächte, Kräfte, die euch manipulieren, die euch beeinflussen, dann kommt ihr aus der Nummer nicht raus. Und man kommt nur raus, indem man sich das anguckt und nicht so tut, als wenn da nichts wäre. Mir haben im Laufe der Jahre viele Leute immer wieder gesagt, ich habe da lange Diskussionen geführt, ja, du guckst ja da viel zu sehr auf so dunkles Zeug und das ist ja gar kein Wunder, dass du dann immer mehr davon bekommst. Du müsstest einfach mal positiver sein. Ich habe da immer wieder reingespürt und mein Gefühl war, das ist vollkommener Quatsch. Für mich zumindest, weil es hat mit meiner Aufgabe zu tun, dass ich all diese Sachen rausfinde, um Lösungen zu schaffen, die es bisher noch nicht gibt und damit Menschen zu unterstützen, aus solchen Dingen rauszukommen. Und natürlich muss ich mich dann damit beschäftigen, ansonsten wird es nichts. Jetzt ist allerdings die Sache, nur in diesen dunklen Sachen rumzustochern und rumzuwühlen, macht natürlich keinen Sinn, weil indem, dass ich diese Wesen von der dunklen Seite erkenne, fangen die natürlich durchaus erst recht an, mich anzugreifen oder zu blockieren oder was auch immer. Das Wichtige ist dabei, nicht nur es anzugucken und sich bewusst zu machen, sondern es muss dann wirklich auch transformiert werden und gelöst werden, was da wirkt. Sonst kann das schon sein, dass das unangenehm wird. Aber wenn man das macht, dass man die Dinge wirklich transformiert, dann ist es so, so bereichernd fürs Leben. Es ist so eine große Erleichterung. Es geht so viel an Belastung weg. Was man mit positivem Denken und sich auf positive Dinge ausrichten alleine niemals schaffen würde und schaffen könnte. Das wäre ja so ungefähr wie, wisst ihr, ich habe immer so das Bild, ein kleines Kind steht da, hält sich die Augen zu und sagt, du siehst mich nimmer, du siehst mich nimmer. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Und das wäre ja so ungefähr das Gleiche, ja, wie wenn wir die Augen zuhalten und sagen zu den dunklen Wesen, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Und natürlich sehen die uns. Das ist mir im Laufe der Jahre einfach aufgefallen. Es gibt da so viele Menschen, die da richtig, richtig Angst davor haben, sich damit zu beschäftigen, dass sie dadurch Negatives anziehen und Negatives in ihrem Leben manifestieren. Ja, also wenn ihr merkt, dass ihr Gedankenkreisen habt um irgendwelche negativen Situationen, was weiß ich, es hat euch einer angepflaumt oder ihr habt Stress mit dem Chef, mit dem Partner, mit dem Kind, mit dem Nachbarn oder mit sonst irgendwem und ihr habt ständig diese Gedanken im Kopf und habt Gefühle dazu, dass ihr euch schlecht fühlt, dass ihr in Wut seid, in Angst, in Trauer, in was auch immer, dann ist es das Allerallerbeste, das zu konfrontieren, dahin zu gucken und zu sagen, okay, was habe ich damit zu tun? Was hat es mit mir zu tun? Was hat derjenige oder die Situation in mir angetriggert? Was löst das in mir aus? Und in der Regel geht es gar nicht um die Situation im Hier und Jetzt, sondern um irgendwas, was ich tief in mir vergraben habe, was mir bisher nicht bewusst ist und wo es einfach darum geht, hinzugucken. Und diese Sachen zu finden, zu erkennen und sie dann auch wirklich zu lösen. Und in dem Moment, wo das passiert ist, wo das also wirklich gelöst ist, ist der Spuk vorbei. Ja, dann denkt ihr an die Situation und merkt, ja, okay, war halt so, hat derjenige gesagt oder gemacht. Und es kommt ein Gefühl auf von, ja, ist nichts mehr. Ja, ist neutral. Da ist keine Reaktion mehr, keine emotionale Ladung mehr in einem drin. Dann ist es richtig, weil solange da was angetriggert ist, hat man natürlich jede Menge Aufmerksamkeit und Energie und so weiter auf das Negative.
Natürlich passiert dadurch was, ja, also dass du was, was ich Energie verlierst oder in Gedanken nicht frei bist, deinen Weg nicht weitergehen kannst, weil die Situation dich festhält und immer so weiter. Und in dem Moment, wo das gelöst ist, bist du frei und kannst einfach deinen Weg wieder gehen und kannst dann deine Aufmerksamkeit tatsächlich auf positive Dinge lenken, was vorher ja gar nicht geht. Also da müsstest du dich ja zwingen. Das ist ja wie seelische, geistige Vergewaltigung, dass man sich zwingt, was Positives anzugucken. Das andere wirkt ja trotzdem, es ist ja trotzdem da. Ja, und das ist also der Weg, den ich seit 20 Jahren gehe, dass ich wirklich bei jedem einzelnen Ding, was mich antriggert, hingucke und rausfinde, was steht dahinter und das auflöse. Und der Nutzen davon ist, dass einen immer weniger Dinge antriggern und dass vor allem im Leben von außen immer weniger blöde Situationen überhaupt erst entstehen. Also das passiert gar nicht mehr. Also zum Beispiel, wenn ich hier rumlaufe und ich bin einkaufen, es gibt Leute, die erzählen, dass sie total den Stress mit der Polizei haben hier und mit ich treffe keine Polizei, wenn ich unterwegs bin. Die existieren für mich nicht. Ich ziehe das nicht mehr an. Und so ziehe ich alles Mögliche an komischen Menschen, an Streitsituationen und so weiter gar nicht mehr an, einfach weil ich da so viel halt in mir im Laufe der Jahre gelöst habe. Und deswegen möchte ich euch einfach das gerne empfehlen, euch darum zu kümmern, entsprechende Dinge halt zu tun und wirklich diese Situationen, die sich zeigen, jede einzelne als Lern- und Entwicklungschance zu sehen. Ja, da fällt mir der lustige Begriff ein, den Robert Betz geprägt hat. Ein Arschengel. Also jemand anderen, der einen echt auf die Palme bringt, sagt er, das sind Arschengel. Also quasi, es zeigt mir selber, wo ich noch was zu lösen habe, ja, und kann mich ja damit weiterbringen. Also wenn man jede solche Situation aufgreift und für sich da durchgeht, dann ist es einfach ein Geschenk. Und dann entstehen im Laufe der Zeit immer weniger solche Situationen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Alles Liebe euch. Tschüss, eure Irene.